Yes, willkommen zum neuen Video. Heute dachte ich, probieren wir mal. Ich wollte euch ein kleines Update geben zu Duke, weil ich die jetzt doch lange in der Garage geschraubt habe und jetzt nicht wirklich was dazu gesagt habe im letzten Video. Es ist so, die hinteren Radlager sind schon eine ganze Weile ein bisschen ausgeschlagen. Die habe ich jetzt auch neu bestellt. Neue Gummis bekommt sie und der Spiegel ist noch ein bisschen locker. Den werde ich noch fester machen. Aber sonst ist sie tipptopp und ich werde sie jetzt mal ein Stückchen bewegen und euch noch ein bisschen was erzählen, weil es haben jetzt echt viele Leute gefragt, warum ich eigentlich eine längere Übersetzung auf der Duke fahre, und das werde ich euch gleich erklären, aber vorher, und ich wollte das Setup testen, weil ich habe jetzt einen anderen Filter oben, weil der andere ist schon ziemlich arg zerkratzt, Meier. Und ich habe keinen Bock, da 50 Euro auszugeben, nur weil einer kaputt ist, aber er ist so. Jetzt starten wir die gute Lady mal. Kaltstart. Ja, wenn sie kalt ist, stirbt sie immer wieder mal ab. Was man da scheppern hört, ist übrigens der DB-Killer. Das heißt, das ist nichts mit dem Motor. Oh, und das ist hochdreht, kennt auch jeder Duke-Fahrer, glaube ich. Ich habe auch hier bei der Kupplung, das habe ich auch nicht im Video, es ist so, da ist jetzt ein dickerer Schrauben drinnen, weil auf Instagram hatte ich es gepostet, ich zeige jetzt noch ein Foto, war diese Öse sozusagen, die hier drinnen ist, also die Achse sozusagen, um die sich das Ganze dreht, die war schon so ausgewerkt, die Kupplung war schon richtig, wie ich ganz sag, grampert, also ist grindig gegangen, jetzt geht die wieder wie neu, das habe ich mir selbst umgebaut, dass es wieder passt, und jetzt ist die Duke wieder, naja, fast Premium. Und das mit guten 60.000 Kilometern. Na passt, ich werde es jetzt ein Stück bewegen und euch ein bisschen was noch zur Übersetzung erzählen. Und noch irgendwas ist mir eingefallen, fällt mir gleich wieder ein. Ah ja, Spannungsregler war das. Das ist ja, ah ja, genau, neue Bremsbeläge habe ich auch bestellt, weil es ist lustig, die originalen KTM-Bremsbeläge sind Brembo Sinter-Bremsbeläge, also ziemlich gute. Da habe ich hinten und vorne welche gekauft, weil vorne habe ich mittlerweile schon zwei Sätze verheizt. Hinten ist es jetzt das erste Mal, dass ich tausche. Und die greifen richtig gut und ich habe schon mal gejammert, dass die Bremsen bei meiner Duke nicht so gut gehen. Das liegt aber echt doch anscheinend nicht an der Bremspumpe, sondern ich glaube, dass ich beim Lewis seinerzeit Bremsbeläge gekauft habe und die aber keine originalen waren, sondern organische. Also die Sinter greifen ja besser, die haben eine höhere Reibzahl sozusagen, zerstören dadurch aber auch schneller die Bremsscheibe generell, sagt man. Ne? Und jetzt ist es so, dass ich da dann eben wieder Sinter drinnen habe und ich bin gespannt, also jetzt gerade nicht, aber als nächstes dann, wenn die nächste Lieferung von KTM bekommt. Und dann bin ich gespannt, ob das Ding besser funktioniert, ja, wenn sie kalt ist. Scheppert sie so schön, so geil. Jedenfalls noch eine zweite Sache. Ihr könnt sich vielleicht erinnern, ich weiß nicht, wer alle welche Videos gesehen hat und wer das jetzt sieht, aber es war so, bei mir ist der Duke Tacho immer wieder ausgefallen. Er ist ausgefallen und immer nach einer gewissen Zeit. Ich hoffe, ich verschreie es jetzt gar nicht, aber es scheint echt mit dem Spannungsregler behoben zu sein. Den habe ich jetzt echt auf Verdacht gekauft. Ich habe das kein einziges Mal geprüft, weil ein paar von euch so lieb waren und mir in die Kommentare geschrieben haben, yo, Roman, das ist ein bekanntes Problem bei KTM, dass die Tachos ausfallen, wenn sie Überspannung bekommen, weil das so eine Notabschaltung ist sozusagen. Und bis jetzt war sie immer stabil, seitdem ich es getauscht habe. Und das schaut, also sehr eindeutiges Indiz und schaut gut aus soweit. Oh, mashallah. Ja, das war das Ding zum Tacho. Und jetzt erkläre ich euch kurz, warum ich eigentlich, warum ich eine länger übersetzte Kette habe. Übersetztere? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Länger übersetzte Kette habe, so ist richtig. Und zwar deswegen, also es ist erstens mal scheißkalt. Das ist die einzige Sache, die mir bei der Duke fehlt. Wäre so ein Temperatursensor, denke ich mir. Das Ding hat 7 Temperatursensoren gefühlt. Also in Wirklichkeit ist einer, aber ist egal. Hauptsache, sie hat es nicht im Tacho, denke ich mir, come on, hätte sie echt machen können. So, und warum habe ich das Ding jetzt länger übersetzt? Weil sich generell die Leute immer Bikes kürzer übersetzen. Es ist so, man hat ja, wenn man die, was meine ich damit? Ich meine, ich habe vorne 15, hinten original 45 Zähne. Wenn man hinten mehr Zähne macht, dann hat man mit der gleichen Drehzahl und demselben Gang weniger Fahrt.
Und wenn man hinten, aber dafür mehr Drehmoment, generell, das ist punchier. Und wenn man sie hinten weniger Zähne macht, dann ist sie länger besetzt. Das heißt, viel wie man fährt schneller mit derselben Drehzahl, selber Gang, aber dafür hast du weniger Punch. Und jetzt sagen die Leute, ja, warum machst du weniger Punch rum und du willst der Punch? Und das ist folgendermaßen, ich finde, dass die Duke Originale besetzt mit den 15 zu 45 einfach so kurz ist. Und das Problem ist, was viele nicht bedenken, es ist nicht nur der Punch. Bitte können wir mal den Sound wertschätzen von dem schönen. Das ist so schön. Ich meine, sie klingt jetzt nicht so besonders, aber halt für eine 390er klingt sie schön. Oh, geil. Okay. Warum mache ich das? Also, weil was viele vergessen ist, dass die Duke dadurch, dass die Gänge kürzer werden. Und was heißt das? Heißt so viel wie du schaltest in den ersten und musst sofort einen zweiten schalten, musst sofort einen dritten. Es ist so was, es ist wie eine Enduro. Und auf das habe ich keinen Bock auf der Straße. Und ich habe es gern, wenn man ein bisschen mehr das Drehmoment nutzen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht arg viel, es sind keine Ahnung. Ich glaube, die hat 36 Newtonmeter, 35, irgend sowas. Nicht besonders viel, aber auch nicht wenig. Für so einen kleinen Motor. Skurz! Es ist richtig kalt, aber ist egal. Was muss, das muss. Und dadurch kann man dann quasi einfach später nachschalten. Also der Gang ist nicht so schnell aus. Und man kann sich generell ein bisschen auf höheren Drehzahlen bewegen, wo das Drehmoment ein bisschen höher ist. Was ich gern habe, was mir da ein bisschen. Es neigt ein bisschen mehr Richtung vom Fahrverhalten, was jetzt Gänge und Schaltung angeht, wie ein Sportler. Zweitens ist es so, dass der Unterschied von 43 auf 45 Zähne hinten nicht so krass ist. Man merkt es auf jeden Fall. Aber man merkt es nicht ganz wild. Was jetzt auch sicher viele Fragen ist, was mich schon viele gefragt haben, ist, ja, ändert sich da was am Topspeed? Fährt die dann schneller? Bin so, naja, maybe. Ich kann es schwer sagen, aber meine Duke, wie soll ich sagen, es ist so, Topspeed ist vor allem von der Leistung abhängig. Und wenn man den Antriebssatz so konfiguriert, dass das Motorrad im maximalen Leistungsbereich mit der Drehzahl ist im sechsten Gang, während sie quasi das Potenzial komplett ausgeschöpft hat, also wo du auf Topspeed bist, dann fährt sie am schnellsten. Wenn du jetzt aber das Ding so lange übersetzt, dass du gar nicht auf diesen Leistungsbereich hinkommst und schon 170 fährst, naja, dann bringt das nichts. Ne? Also dann fährst du nicht schnell. Und generell macht es eben jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Es ist vor allem von der Leistung beschränkt. Ja. Geil, im Wheelie zurückschalten fühle ich. Jedenfalls ist es so, ja, schon wieder Rowdy-Modus da rum. Die Duke wird auch teilweise im Winter, wenn es so eben 0 Grad hat, plus 3, plus 5, keine Ahnung, Minusgrade, fahre ich hier nicht wirklich auf Garde, ich fahre eigentlich nur dann, wenn ich wohin muss. Moin, Meister! Nicht schimpfen. Hat nichts falsch gemacht, der Digga. Dann ist es so, dass wir die Duke nicht mal so 100% warm wird. Sie wird schon warm, das reicht auch schon. Aber so diese mittlere Temperatur reicht sie oft nicht mal. Ah ja, genau. Und weil ich gesagt habe, die Gummis sind gar, es kommen neue Gummis, ist folgendes. Ich habe mir jetzt den Pirelli Diablo Rosso 3 gekauft. Er ist noch nicht oben, er kommt noch rauf. Ich weiß, ich habe mich eigentlich nicht wirklich informiert über diesen Reifen. Ist mir auch wurscht, keine Ahnung, mein Bauchgefühl hat gesagt, der ist gut. Ah, der überholen wir jetzt nicht. War mal entspannt. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, der ist gut, der passt jetzt mal. Der ist 22, den ich oben habe. Über den habe ich nie ein Video gemacht, von dem weiß jeder, dass er ein guter Reifen ist. Er fährt sich wunderbar, er hat jetzt alle Temperaturen schön mitgemacht. Und ich habe mir gedacht, für den Sommer schauen wir mal, wie lange der Pirelli hält und ob er taugt. Weil ich bin ihn mal auf einer R6 gefahren von Martin, schönen Gruß an Martin. Und da hat es richtig Bock gemacht. Das Video verlinke ich euch da rechts oben. Es war ziemlich wild, also ein bisschen krank. Aber abgesehen davon, der Reifen hat richtig Freude gemacht seinerzeit und war halt im Sommer. Und jetzt bitte keine Reifenexperten in den Kommentaren, ich möchte ihn einfach nur probieren, ob der jetzt wirklich passt oder nicht oder warm wird oder keine Ahnung was. Ist mir gerade wurscht, ich werde es einfach probieren und auch wie lange er hält, weil bis jetzt, weiß nicht, viele sagen, ja, auf meiner 390er halten die Reifen, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Kilometer. Ich bin so, was, Digga?
also mir hat das bis jetzt eine Person auf Instagram geschrieben, hat mir gesagt, naja, wie lange halten deine Gummis? Meine halten so 14.000. Ich bin so, ja, meine auch, keine Ahnung, was die alle falsch machen. Ich fahre halt viel gemütlicher Motor und nicht nach Heizen. Aber man muss sagen, nach 14.000 ist ja auch schon sehr grenzwertig, was so Legalität betrifft. Und, aber 10.000 halten die eigentlich bis jetzt immer. Und bin gespannt, ob der Pirelli dann plötzlich viel weniger hält. Und wenn, ist es mir auch wurscht, weil dann kann ich mich ja für einen anderen Reifen entscheiden, wenn ich möchte. Also das ist das Ding zur Duke. Man sieht übrigens, wenn ihr Probleme habt mit dem Spannungsregler, wir haben ja da eine Spannungsanzeige in der Duke. Und die zeigt aktuell 14,2, 14,3 Volt. Und das Problem ist, dass wenn das Ding Überspannung erzeugt, sind das keine 14 Volt mehr, sondern eher 16, 17, 18. Da wird die Batterie richtig elektrisch gekocht. Und das zeigt die Duke aber nicht mal mehr an, weil das obere Limit von diesem Spannungs, von dem Voltmeter, was da eingebaut ist, sind 14,5 Volt offenbar. Und wenn das Ding auf 14,5 ansteht, kann es sein, falls ihr Probleme habt damit, dass das an dem Spannungsregler liegt. Heißt, das zeigt dann keine 16 Volt an. Aber eben normale Spannungsbereiche sind 14,2, 14,3, vielleicht 14,4. Aber bei 14,5 Volt ist aus. Da zeigt sie dann nicht höhere Spannungen an, weil da ist quasi Spann als Voltmeter aus. Ah ja, noch eine Sache zu den Bremsbelägen gerade. Das werde ich jetzt zwischen reinschneiden. Es ist so nämlich, dass ich habe kontrolliert, ob die gleiche Bremspumpe haben. Ich weiß nicht, ob ich das gerade vorher gesagt habe. Ich glaube nämlich nicht. Und die neue Duke, nämlich die von meinem Vater, die hat eine 218, ich habe eine 217 und da ging die Bremse einfach jedes Mal so viel besser und ich war einfach neidisch. Die hat einfach so viel besser gegriffen, Hinter- und Vorderradbremse. Und jetzt dachte ich mir, naja, irgendwie im Mai, vielleicht haben die echt ein Update gemacht von 17 auf 18. Aber ich habe letztens im Katalog nachgeschaut und für die 17er ist die Bremspumpe dieselbe Wartheilnummer wie für die 18er. Es kann aber sein, dass sie vielleicht einfach diese alte Bremspumpe rausgenommen haben aus dem Sortiment, weil es ja eh unnötig ist, wenn man was nachbestellt. Aber vielleicht ist es tatsächlich dieselbe, ich weiß nicht. Aber ich werde es dann mit der neuen Bremsbelägen auf jeden Fall rausfinden. Ah ja, mir ist doch noch eine Sache eingefallen. Zum Thema Länge übersetzen. Warum ich das auch gemacht habe, oder einer der Hauptgründe ursprünglich, da habe ich an die Nebengründe noch gar nicht so viel gedacht, war, dass ich doch immer wieder relativ viel Autobahn fahre, oder immer wieder halt mal, und mir das einfach nicht taugt, wenn man das Ding die ganze Zeit auf 10.000 Touren herumquälen muss, damit, also quälen, ja, dass man halt auf Speed bleibt, und so ist man ein bisschen unter 6.000, ich fahre da gemütlich meine 100 dahin, weil ich keine Lust habe, den Einzylinder auf Zeit zu drehen, also auch über lange Zeit, aushalten tut das eh, aber einen Sportler zum Beispiel einen Vierzylinder drehe ich viel lieber und fahre ich lieber schneller, weil es halt eher dafür konzipiert ist, sage ich mal, ja. Aber deswegen ist halt länger übersetzt auch praktisch, braucht ein bisschen weniger Sprit, fährt sich ein bisschen entspannter und wenn man den Punch haben will, kann man sie trotzdem drehen. Natürlich hat sie da nicht ganz so viel, aber dafür sind die Gänge länger. Na gut, jetzt bin ich da mal fertig. Whatever. Der Sound ist geil, der ist 22 Bit, ausgezeichnet dafür, dass es 3-4 Grad hat. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Reifen. Ich wünsche euch damit einen schönen Tag noch oder Abend oder wie auch immer. Und wir sehen uns demnächst wieder on the road, wenn es ein bisschen wärmer ist auf jeden Fall.